Ostern und Schützenfeste sind in vielen Dörfern und Städten Westfalens wichtige Feste. So auch im sauerländischen Attendorn. Der 1930 produzierte Stummfilm Alte Bräuche in Attendorn zeigt eindrucksvoll und detailliert, wie Attendorner und Attendornerinnen vor fast 100 Jahren Ostern und Schützenfest feierten. Über Jahrhunderte hat sich hier ein besonderes Brauchtum entwickelt, das in Westfalen seinesgleichen sucht. Damals wie heute sind die beiden Hochfeste wichtige Termine der Attendorner Stadtgemeinschaft. Und auch das Backen solcher Ostersemmel hat bis heute Bestand. Den nachfolgenden Film ließ der Attendorner Schützenvikar Konrad Sander 1930 durch die Bild- und Filmzentrale Köln produzieren. 2003 brachte das Medienzentrum des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe den Film in Kooperation mit dem Stadtarchiv Attendorn mit musikalischer Untermalung und einem Kommentar neu heraus. Zu sehen sind neben den Feierlichkeiten des Oster- und Schützenfestes auch besondere Orte der Attendorner Geschichte, darunter die Burg Schnellenberg und die später in den Fluten der Biggetalsperre versunkene alte Kapelle Waldenburg. Attendorn, alte Hansestadt im Sauerland. Über viele Jahrhunderte hat sich hier ein Brauchtum entwickelt, das bis heute fast unverändert gepflegt wird. Dieser Film aus dem Jahr 1930 porträtiert jenes Brauchtum, das in ganz Westfalen seinesgleichen sucht. Hoch über Attendorn liegt das verwunschene Schloss Schnellenberg. Schon 1930 kamen zur Osterzeit zahllose Besucher nach Attendorn, um sich die Sehenswürdigkeiten wie Burg Schnellenberg oder die weltberühmte Atterhöhle anzuschauen. Die Burg war 1889 größtenteils abgebrannt und präsentierte sich in ruinösem Zustand. Sie diente als Jugendherberge. Vom Eise befreit sind Strom und Bäche. Unterhalb der Burg lag die Schnellenberger Mühle, die der Landdroste Kaspar von Fürstenberg 1596 errichtet hatte. Mit der Palmprozession am Palmsonntag beginnt in Attendorn ein jahrhundertealtes Osterbrauchtum. Uraltem Osterbrauch zufolge laden die Messdiener mit ihren Klappern die Gläubigen zum Gottesdienst. Wenn zwischen Gründonnerstag und Ostersonntag die Glocken schweigen, ziehen Messdiener mit sogenannten Ratschen um die Kirche, um die Gläubigen zum Gottesdienst zu rufen. Osterahnung blüht in den Herzen der Attendorner Jugend. Nach dem Mittagläuten strömen lachende Kinder zum Gotteshause. Am Karsamstag versammeln sich die Attendorner an der Pfarrkirche, dem Sauerländer Dom, um die Ostersemmel segnen zu lassen. Was tragen Sie denn in den Händen? Ostersemmeln sind es, die nach heilig gehaltener Tradition gesegnet und geweiht werden sollen. Aus der heute vermauerten Chortür der Pfarrkirche treten Vikar Konrad Sander, Vikar Otto Schelle und Pfarrer Richard Schwung. Schöne und bedeutungsvolle Urvätersitte, Semmelweihe. Der Pfarrer segnet die mit Kümmel durchsetzten Ostersemmel, deren Form an einen Fisch erinnert, ein Symbol der frühen Christen.
Das Ostersemmelsegnen ist in Attendorn seit 1658 nachzuweisen. Aber Kinder sind Kinder und der Wettstreit ist eben auch Brauch von alters her. Der Ostersemmel wird traditionell mit Butter und Knochenschinken gegessen. Nach der Segnung schlug man sich früher, wie hier zu sehen, gegenseitig die Hörner von den Semmeln. Nachmittags ziehen die Männer aus den vier Toren, den seit Jahrhunderten so eingeteilten Stadtvierteln, unter Führung ihrer Poske-Vetter in die Wälder. Seit 1921 stiftet die Stadt Attendorn jährlich die vier zu schlagenden Fichten. Damals wie heute werden die Bäume ohne maschinelle Hilfe gefällt und in die Stadt transportiert. Ihre Beute? Riesenhafte Fichtenstämme für die Osterkreuze. Ehrgeiz einer jeden Porte ist es, die Fichte ohne irgendeine Beschädigung zu Fall und auf den Marktplatz zu bringen. Hart im Raum stoßen sich die Dinge, aber was sein muss, muss sein. Nach getaner Arbeit schmeckt auch der Weizenkorn, der während der Ostertage Kreuzöl genannt wird. Ostergruß vom Turme. Gleichzeitig zum Ratschen der Messdiener ertönt vom Turm der Pfarrkirche das alte Nachtwächterhorn. Auf den Bergen rings um die Stadt wachsen am Ostersonntag die Kreuze der vier Tore empor. Die Fichten werden am Ostersonntag mit einem Querbalken versehen. Von dessen Enden gehen zwei Streben, die die Arme Christi darstellen sollen, zurück zum Stamm. Nach dem Umwickeln mit Stroh werden die Osterkreuze mit reiner Muskelkraft aufgerichtet und mit dem zuvor gesammelten Holz umschichtet. Für die abendliche Prozession werden vier Vortragslaternen, die Lüchten, zuvor überprüft. Wenn heute Abend die Feuer brennen, ziehen von den vier Toren Prozessionen zur Pfarrkirche. Und dies ist das Vortragkreuz unserer Pforte, des niedersten Tores. Die älteste der vier Lüchten befindet sich im Besitz der Kölner Pote und stammt aus dem Jahre 1808. Die der niederste Pote aus dem Jahr 1885. Osterabend. Jung Attendorn zieht mit den Fackeltes zu Berg. Poskevater Paul Maiworm-Dolf führt eine Kinderschar mit brennenden Fackeln zu einem vorbereiteten Kinderkreuz. Flamme empor. Nach dem Anzünden der vier Osterkreuze, hier das Kinderkreuz, schwenken zahlreiche Kinder ihre Fackeln kreisförmig um ihre Köpfe. Osterfeuer in Attendorn, für immer und ewig. Aus der Gemeinschaft der wehrhaften Bürger entstand die Schützengilde. Sie schirmte die befestigte Stadt gegen Angriffe des Feindes. Mochte er, wie im Dreißigjährigen Krieg, von außen kommen oder mochte der heimische Raubadel versuchen, sein Mütchen an den Städtern zu kühlen. Hinter der kräftigen Wehr seiner Schützengilde arbeitete der Bürger ruhig im alten Attendorn. Bis etwa 1800 konnte die Stadt Attendorn ihr mittelalterliches Stadtbild bewahren. Heute ist die alte Stadtmauer ein Teil friedlicher Bürgerhäuser geworden. Als Folge des großen Stadtbrandes von 1783 wurde 1812 die Stadtmauer abgetragen.
Teilweise verwendeten die Bürger die Reste der Mauer als Rückseite ihrer Häuser, wie es hier an einem Beispiel im Kölner Tor zu sehen ist. Die trutzigen Wachtürme schauen auf ein freundliches Kleinstadtidyll. Von der alten Stadtmauer übrig blieben lediglich Biege und Pulverturm. Hier der Biegeturm, der heute als Zeughaus der Schützengesellschaft genutzt wird. Zertrümmert von den wehrhaften Städten liegen die Raubburgen. Die in der Nähe der Stadt liegende Waldenburg stammt aus dem 11. Jahrhundert. Um 1715 brannte die Burg ab. Seitdem fristet sie als Ruine ihr Dasein. In ruhiger Andacht pilgern fromme Beter zur Gnadenkapelle Waldenburg. In den Jahren 1712 bis 1718 errichteten die Freiherren von Fürstenberg die Kapelle Waldenburg, die bereits damals als Marienwallfahrtsstätte diente. Eine mittelalterliche Pieta wird noch heute als Mutter der sauerländischen Berge verehrt. Sicher und ungestört bebaut der Landmann sein Feld. In unmittelbarer Nähe von Burg und Kapelle Waldenburg entstand seit 1745 das aufwendig gestaltete Forsthaus, von dem die umfangreichen fürstenbergschen Besitzungen verwaltet wurden. 1965 musste es der Biggetalsperre weichen. An die mehrfache erfolgreiche Verteidigung der Stadt Attendorn gegen die Schweden, an der die Schützengilde großen Anteil hatte, erinnert die Schwedentafel in der Pfarrkirche. Die aus dem Dreißigjährigen Krieg stammende Tafel ist das wichtigste Zeugnis der reichen Attendorner Schützengeschichte. Alle 5 Jahre wird auch zur Erinnerung an diese glorreiche Zeit mit dem Schützenfest der Trillertanz verbunden. Nach dem sonntäglichen Hochamt verlassen die Schützen die Kirche. Das Schützenhochamt ist der Höhepunkt des Festsonntags. Wir sehen die Mitglieder des Schützenvorstandes in ihren historischen Uniformen. Sie führen die uralten Schwenkfahnen mit sich. Nach kurzer Ruhepause ziehen viele hundert Schützen, alte und junge, zum historischen Marktplatz. Voran die Isarköppe, alte schwedische Beutestücke. Die Isarköppe sollen der Überlieferung nach während des Dreißigjährigen Krieges erbeutet worden sein. Sie führen den Schützenzug an. Es folgen Musikkapelle, Schützenvorstand und die Schützenbrüder. Die 4 Fahnenträger haben Aufstellung genommen und nach den Klängen eines uralten Trommelwirbels beginnt der historische Trillertanz. Der Trillertanz ist aus einem Moriskentanz entstanden, der sich im Mittelalter aus Spanien kommend über ganz Europa verbreitet hat und heute nur noch in Attendorn erhalten ist. Paarweise untergehakt, das Gewehr geschultert, ziehen die Schützen in eigentümlichem Hüpfschritt und vorgeschriebenen Schleifen um den Marktplatz. Die Schützen hüpfen nach einem monotonen, immer schneller werdenden Trommelrhythmus in festgelegten Figuren über den Marktplatz. Schneller und schneller, alt und jung, hoch und niedrig, alle gleich begeistert bei der Väter Sitte. Zweimal wird der Tanz durch Musikeinlagen unterbrochen.
Das Tempo steigert sich bis hin zum Trommelwirbel. Kunstreich schwingen die Fahnenträger die alten Schützenfahnen. Nach dem Trillertanz wird die Nationalhymne gesungen. Ein richtiger Attendorner Schütze kennt keine Müdigkeit. Im Gleichschritt geht's zum Schützenhaus. Der für die Schützen schweißtreibende Tanz wird mit dem Frühschoppen belohnt. Im Festzug erkennt man die Regenten von 1929, Vogelkönig Felix Stumpf und Scheibenkönig Ernst Stumpf. Dieser Morgen ist den Männern vorbehalten. Nach den festlichen Ansprachen kommt die traditionelle Gemütlichkeit der Schützen zu ihrem Recht. Der Frühschoppen am Schützenfestsonntag dient in erster Linie der Kommunikation zwischen den zahlreichen Familien. Hier besteht die Möglichkeit, Kontakte zwischen Alteingesessenen und Neubürgern zu knüpfen. So wird das Schützenfest damals wie heute zum sozialen Bindeglied. Auch die Kinder wachsen frühzeitig in die alten Traditionen hinein. Kommando, heim zu Muttern. Traditionell wurden in früheren Jahren die Fahnen zum Vereinslokal gebracht. Hierzu formierte sich der Schützenzug vor der Schützenhalle. Noch immer im Gleichschritt? Die Hellebardenträger führen seit eh und je jeden Schützenzug an. Achtung, der Schützenvikar. Als Original galt 1930 der Schützenvikar Konrad Sander, der die Entstehung dieses Filmes initiiert hatte. Früh am Morgen beginnt die ernste Arbeit, das Wettschießen. Am Schützenfestmontag werden auf der Vogelsroute vor den Toren der Stadt die neuen Schützenkönige ermittelt. Dass es in Attendorn zwei Könige gibt, hat mit den mittelalterlichen Bruderschaften zum heiligen Sebastian und zur heiligen Mutter Anna zu tun. Zunächst wird ein hölzerner Vogel beschossen. Wer den letzten Rest von der Vogelstange schießt, ist Vogelkönig. Anschließend wird auf eine Scheibe geschossen. Wer dort die höchste Punktzahl erringt, ist Scheibenkönig. Der Andrang unter der Stange ist groß und auch viele Zuschauer finden sich ein. We'll be right back.
Der Königsschuss. Es ist soweit. Die neuen Könige stehen fest. 1930 waren es Theodor Heffer und Otto Kammann. Beide Majestäten werden mit den traditionsreichen silbernen Königsketten geschmückt, deren älteste Plaketten aus dem Jahr 1696 stammen. Bis heute stiftet jeder König eine individuell gestaltete Plakette zur Königskette. Im Triumph wird der König heimgeleitet in seine Residenz, das flaggengeschmückte, schöne, alte Attendorn. Durch die Wasserstraße kehren die neun Könige nach dem Königsschießen in die Stadt zurück. Mit einem eindrucksvollen Festzug am Nachmittag und dem Königsball endet dann das Schützenfest, damals wie heute. We'll be right back.